Okay, wir sind beim Symphony Summit 2013 in Hamburg und ich spreche gerade mit Benjamin. Du bist einer von den Trainern hier und ich bin dir so lange auf die Nerven gegangen, dass du noch in deiner Mittagspause ein Interview machst. Also es reicht nicht, dass du den ganzen Tag das Workshop hältst, sondern musst auch noch in der Mittagspause arbeiten. Ich wollte dir ein paar Fragen stellen. Erstmal, wer du bist. Ja, ich bin Benjamin und ich arbeite bei der Firma Corfu und wir machen mit Sensio zusammen den Symphony Summit und ja, da bin ich halt heute und gestern jeweils auf zwei Workshops, aber auch im Juli schon, als wir den in Köln hatten, auch dieselben Workshops gemacht. Okay. Und welche Themen hast du vorgetragen? Gestern haben wir über funktionales Testing im Bereich Symphony gesprochen. Dazu gehört eigentlich alles, was irgendwie das automatisierte Testen von Symphony-Anwendungen betrifft. Da gehören so Sachen zu wie Behavior-Driven Development, was man mit Behead macht, aber auch Sachen, die man mit PHP Unit macht und einfach im Grunde genommen die Fragestellung, wie kann ich das mit Symphony zusammen machen? Und da gibt es halt dann verschiedene Punkte, die man speziell besprechen muss und das haben wir alles gemacht. Okay. Und ich habe von anderen Entwicklern gehört, dass Entwickler glücklicher sind, wenn sie Test-Driven entwickeln. Wie kann das sein? Ich weiß nicht, ob Test-Driven da der Faktor an sich ist. Von mir aus ist es, automatisierte Tests zu haben, hilft einfach sehr dabei, dass man einen schnellen Feedback-Zyklus hat über mögliche Fehler, die man gemacht hat und auch, dass man sich sicher sein kann, dass Änderungen, die man gemacht hat, nicht andere Dinge in der Software kaputt machen. Und die Automatisierung hat den Vorteil, dass die einfach, wie schon gesagt, ein sehr viel schnelleres Feedback gibt, weil ich kann sehr, sehr viele Tests in kurzer Zeit ausführen und im Gegensatz zum manuellen Testing, wenn ich das von Hand durchklicke, da vergesse ich auch vielleicht einfach mal Sachen oder habe nicht Lust, alles auszuführen. Und das ist halt einfach der Faktor Sicherheit, den automatisierte Tests angeben, die man so sonst nicht hat. Ja, immer schöne Sache. Und heute das Thema? Das Thema heute ist eine Einführung in Doctrine. Das ist ja eine Datenbankbibliothek, die man mit Symphony zusammen verwendet. Und da geht es halt erst um den Einstieg wirklich. Also was sind so die Konzepte, warum verwendet man das, was sind die Vor- und Nachteile? Und dann aber auch sehr detailliert, wie funktioniert das in halt bestimmten Funktionen intern oder was für verschiedene Abfragen gegen die Datenbank werden da ausgeführt und wie kann man die gegebenenfalls optimieren oder auf welche Dinge muss man achten. Okay. Und das Format von deinen Workshops, wie sieht das aus? Das Format ist eigentlich immer sehr gemischt, praktische und theoretische Anteile. Also normalerweise geht es immer mit kurzen theoretischen Einführungen los und dann wird das praktisch alles nochmal ausprobiert und nochmal validiert, sodass jeder Teilnehmer wirklich für sich selber die Sachen, die er sieht, also erstmal theoretisch gezeigt bekommt, praktisch nochmal ausprobiert und dann im Grunde genommen zwei verschiedene Varianten hat, wie er gesehen hat, wie das funktioniert und am Ende des Workshops für sich im Grunde genommen auch ja, diese ganzen Beispiele mal ausprobiert hat, um zu sehen, dass es wie einfach das funktioniert oder wie man halt einfach damit arbeiten kann. Und das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, um die Sachen dann auch langfristig zu lernen. Also alles schön hands-on, genau, die Leute bringen den Laptop mit. Und genau, ja. Also jeder kriegt ein Testprojekt, das vorher im Grunde genommen an jeden rumgeschickt wurde. Und da sind halt dann einfach so ein paar Grundlagen geschaffen und von da aus gehen dann alle los und probieren dann aus. Ja. Okay, coole Sache. Und dann meine letzte Frage. Gibt es Themen, die immer wieder kommen, also Fragen oder Schwierigkeiten, die Leute immer wieder haben? In dem funktionalen Testing-Bereich oder Testing-Bereich allgemein ist es so, dass die erste Hürde eigentlich immer ist, das überhaupt mal zu machen. Und das Feedback, was wir häufig bekommen, ist halt, wenn ich das praktisch ausprobiere, dann ist es viel, viel einfacher, als ich mir das vorgestellt habe. Einfach, weil man, glaube ich, jemanden braucht, der einem das einfach mal selber kurz zeigt, wie er das macht und dass man das dann zusammen macht einmal und das ausprobiert. Und dadurch überspringt man eine richtig starke Hürde bei vielen Entwicklern, die einfach das vielleicht mal theoretisch gesehen haben, aber nie wüssten, wie sie das praktisch anwenden. Ja. Dann eignet sich dieses Format perfekt dafür. Das Format eignet sich super. Ja. Okay. Genau. Wunderbar. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Ich lasse dich dann zurück in die Mittagspause gehen. Ja, danke schön. Und dann, ja, danke schön.